Eiscreme-Truck. Stopp, stopp, stopp. Oh, sorry, ich klaue dir jetzt mal dein Spielzeug, denn ich möchte viel lieber damit spielen. Hier ist wieder so ein Typ, der ein bisschen grummelig aussieht. Oh, ein Hund und eine Katze als Roboter. Moin moin und herzlich willkommen auf Spiel mit mir Apps und Games und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier in Avatar World. Das letzte Mal war ich ja zum allerersten Mal überhaupt in Avatar World und habe nicht viel geschafft, außer mir einen Avatar zu erstellen und mir diese große Villa hier oben anzuschauen. Und heute habe ich mir mal gedacht, ich lege eine Schippe drauf, ich gehe in den nächsten Gang und ich werde mir heute einfach mal die komplette Map angucken. Also ich möchte tatsächlich einmal alles sehen, was es hier so auf dieser Map so gibt. Und die ist ganz schön groß und deswegen werde ich jetzt auch, oh Gott, die geht ja immer weiter, gar nicht mehr groß hier am Anfang noch drumherum reden, sondern ich fange einfach mal an. Und als nächstes gehe ich in dieses Haus rein. So, hier kann ich wieder Sachen auspacken. Also ich werde mich hier nicht alles im Detail anschauen, wie ich das im letzten Video gemacht habe, sondern ich gehe hier mal ein bisschen schneller durch. Also hier ist auf jeden Fall ein schönes Wand. Ich liebe, es ist ein schönes Haus und ich liebe die Wand. Dieses, diese Mauer, die da halt ist. Ich finde das total cool, wenn man das auch im Innenraum hat. Das setzt halt so richtig schöne Akzente. Dieses Regal hier an der Wand ist auch voll schön. Ich mag das Bild. Hier sind ganz schön viele Sachen, die ich hier einrichten könnte. Das mache ich jetzt aber alles gar nicht. Also das ist auf jeden Fall richtig, richtig hübsch. Hier auch sehr cool, diese Treppe mit, ja, wie sagt man das? Fast so ein eigener kleiner Raum als Treppenanfangsbereich. Und dann haben wir diese Seile und darin sind noch Lichterketten dran. Also auf jeden Fall auch eine richtig gute Inspiration, so für eine eigene Einrichtung. Finde ich cool. Ich fände es eigentlich auch nice, wenn die Wand hier jetzt auf nächsten Bereich irgendwie anders gewesen wäre. Das halt hier ist so die Wand, da hat man eine Mauer und diese Backsteine und das nächste wäre anders. Aber das kann man ja alles natürlich selber einrichten, wie man möchte. Das ist ja der Vorteil hier. Ja, hier haben wir eine Küche, auch richtig cool. Eine Küchenzeile mit Hochstühlen. Sowas habe ich bei mir zu Hause auch. Ich liebe das. Ich sitze irgendwie immer sehr gerne etwas erhöht. Ich finde das irgendwie cool. Auch so Barhocker oder sowas mag ich immer total gerne. Die Schüsseln sind auch hübsch in diesem Blau. Das gefällt mir auch sehr gut. Und, ja, ich glaube, das war's hier. Oh, ich bin jetzt irgendwo hingegangen. Ich bin nach draußen gegangen. Okay. Huch. Also, ich glaube, das hier ist mein Haus. Ja, ich erkenne die Lichterketten hier. Oh, wer ist das denn? Ein Eiscreme-Truck? Stopp, ich möchte Eiscreme. Ja, okay, ich bin jetzt einfach hier mitten auf der Straße gelandet. Ist das anders wie in Tokaboka? Kann man die komplette Map quasi auch so erkunden, indem man von einem Bereich in den nächsten geht, ohne zwischendurch wieder auf die Weltkarte zu gehen? Seria. Irgendwie ein bisschen crazy. Kreide, kann ich damit auch hier rummalen? Kann ich tatsächlich. Hier ist ein kleiner Bereich, wo ich mit Kreide malen kann. Ist natürlich jetzt doof, jetzt habe ich das schöne Eiskunstwerk. Wenn ich jetzt... Hallo, Eiscreme-Truck! Stopp, stopp, stopp! Okay, das klappt irgendwie nicht. Ich möchte aber mal meinen Avatar hier rausholen. Hallo? So, da bin ich. Hallöchen! Und wer sind Sie, Sherlock Holmes? Ich kann hier jetzt einfach langlaufen. Ich laufe hier durch die Straße. Das ist ja witzig. Ist er hier drüber gesprungen gerade? Ah, und jetzt renne ich hier. Cool. Okay, oh, wow. Hey, Eiscreme-Truck, Vorsicht, hier läuft jemand. Wer ist dieses komische Mädchen da? Sind da hier Karten dran? Okay. Oh, ein schöner Zitronenbaum. Ich liebe ja Zitronenbäume. Finde ich richtig schön. Okay, was gibt es hier sonst noch so zu entdecken? Hier kann ich mich noch hinsetzen. Ich finde das halt echt cool, dass man mit den Avataren so ein bisschen mehr noch machen kann als in Tokaboka. Dass hier diese anderen Emotionen... Also Emotionen gibt es ja auch, aber... jetzt werde ich schon wieder zum Superhelden. Nee, doch nicht. Ich habe es nur einfach rausgezogen. Ja, diese Dinger hier, dass man halt da nochmal, ja, oder dass die hier halt laufen. Also die sind ein bisschen anders animiert. So. Was ist das? Eine Plastiktüte für Kot. Okay. Hier hat jemand einen Limonadenstand. Hallo, ich hätte gerne eins Limonade. Eine Limonade, bitte. Muss ich die noch selber machen? So muss ich meine Limo denn selbst machen? Was ist das denn? Ich glaube, so funktioniert das eigentlich nicht. Ich kriege ja auch gar nicht nur einen einzelnen Becher. Na gut. Dann halt nicht. Dann gibt es keine Limonade heute. Ein Wasserspender. So, und da kann ich tatsächlich einfach mit interagieren und mir das Gesicht waschen. Ich finde das richtig cool. Okay, wie geht's hier jetzt weiter? Ah, das andere war für Katzen. Und das hier ist für Hunde. Dieser Eiscreme-Truck macht mich wahnsinnig. Ist das jetzt eigentlich mein Haus? Habe ich hier angefangen? Ich glaube schon, oder? Was finde ich denn dann da? Ich gehe erstmal nochmal weiter hier lang. Diesen, nee, den Park ist es nicht, diese Straße entlang. Hier gibt es ja noch mehrere Orte, wo ich einfach reingehen könnte. Eine Frau mit Baby. Hier wartet man anscheinend auf einen Bus. Bushalteplatz. Und da ist Ende. Oh, scheinbar fahren gerade keine Busse. Es fährt hier nur ein Eiscreme-Truck lang. Kann ich hier ins Haus gehen? Kann ich auf die Schaukel gehen? Nee, das geht nicht. Aber ich kann jetzt doch hier in den Garten rein. Und jetzt bin ich hier im Haus. Und hier ist ja der Garten, wo ich gerade reingekommen bin. Also das ist super interessant, wie man sich hier so ein bisschen entlanghangeln kann anhand der Karte. Also das ist definitiv ein großer Unterschied zu Tokaboka.
Und jetzt bin ich hier in einem Garten gelandet. Oh, kann ich hier was einpflanzen? Wenn ich das jetzt gieße, passiert dann irgendwas? So, warum ist mein Avatar denn schon wieder weg? So, komm her. Nimm die Gießkanne. Du musst jetzt Gartenpflege betreiben. So, und jetzt einmal gießen, bitte. Gut, das bringt überhaupt nichts. Dann kannst du wieder damit aufhören. Da wächst gerade nichts, aber so schnell wächst ja eigentlich auch nichts. Oh, vielleicht hier, wenn ich das hier gieße. Versuch das nochmal. So. Und gießen. Hopp, hopp. Ja, dann weg mit der Gießkanne. Wir gehen einfach mal hier ins Haus rein. Hallo. Eine schöne Schaukel hier auf der Veranda. Auch sehr cool. Es gibt doch bestimmt eine Möglichkeit, dass ich hier irgendwas pflanzen kann. Aber jetzt ist es auf jeden Fall nicht so. Ich komme einfach mal in ihr Haus rein. Nicht wundern. Ich darf das. Ich bin ein Hausinspekteur. Eine Katze. Aber das sollte man vielleicht mal wegräumen hier. Wie kann ich das wegräumen? Hier, nimm es einfach in die Hand. Und dann in den Mülleimer. Schade, ich habe keinen Mülleimer. Dann kommt das mal hier auf der Laptop. Hihi. Weiter geht's hier dran. Oh, auch richtig schön hier. Ich habe vergessen, wie das heißt. Aber wenn man sich hier... Also es ist keine richtige Fensterbank. Es ist ja so eine richtige Sitzbank. Aber vorm Fenster. Sowas hätte ich auch mega gerne hier mit Kissen. Das wäre richtig schön gemütlich. Also diese Person hier hat sich auch schön eingerichtet. Das muss man sagen. Oh, hier schläft jemand. Hallo, ich gehe mal hier ins Badezimmer. Ja, ist ein Badezimmer. Ist schick. Ich mag das immer, wenn blau und gelb kombiniert ist. Das funktioniert gut. Aber ist jetzt auch nichts, wo ich ewig drüber reden muss. Gehen wir mal weiter in den nächsten Bereich. Okay, wer wohnt denn hier? Sieht ein bisschen aus wie ein Kind oder so. Hier hat jemand einen Pfirsich als Poster. Ein Schrank mit Smiley drauf. Okay, ist das hier ein Geheimnis oder so? Ich muss wohl Knöpfe drücken. Rot, gelb, lila, blau. Und jetzt? Passiert nichts. Ich mach den mal... Ah, ich muss wahrscheinlich die anderen Figuren finden und da draufsetzen. Vielleicht, wenn ich das Blaue hier drauf mache? Nee. Bist du eine blaue Figur, die da drauf kommt? Auch nicht. Oh Mann, jetzt muss ich das aber erstmal rausfinden. Trink den noch einen Saft. Ich möchte dieses Geheimnis lösen. Wusste ich gar nicht, dass es sowas ja auch gibt. Secrets. Cool. Noch ein Dino? Warte mal, das ist eine lila Einhornfigur, die muss da hier bestimmt drauf. Aha, ich wusste es doch. Da finde ich hier bestimmt noch mehr. Hier so ein Froschi oder so? Nee, ich brauche gelb und blau, alles klar. Oh. Ups. Sorry, ich störe gerade hier einfach. Oh, hier ist blau. Ich nehme dir mal den Pinguin ab, ja? Jep, das war auch richtig. Und dann ist das hier bestimmt der gelbe. Und dann habe ich das Geheimnis gelöst und, dieses Ding hier bekommen. Was auch immer das ist. Naja, du kannst ja mal bleiben. Ist das ein Schaf? Sieht aus wie ein Schaf. Alles klar. Okay. Hier dreht jemand irgendwie einen Film oder sowas. Mit der Kamera. Ich habe ein Foto gemacht. Oh, cool. Das wird mir auch einfach angezeigt. Ich muss sagen, ich mag meinen Avatar. Ich finde den sehr, sehr niedlich. Boah, und hier noch so eine richtige Spielecke und sowas. Du hast vielleicht ein Leben. Richtig cooles Zimmer hast du. So, dann gehen wir mal weiter. So, hier auch wieder raus. Tschüss, danke für Ihre Gastfreundschaft. Ab zurück auf die Straße. Wie könnte es denn hier weitergehen? Das ist mein Zuhause. Da war ich schon. Das ist nicht wirklich mein Zuhause gewesen. Da habe ich mich auch noch reingeschlichen. Ice Cream Truck, schön vorsichtig sein. Und weiter geht's hier ins nächste Haus. Ja. Ah, nee, das ist die Villa, wo ich schon war. Okay, das kenne ich auch schon. Dann gehe ich wieder raus. Ah, okay. Man sieht hier jetzt auch die Straße, wo ich gerade eben war. Also ich habe diese drei Häuser hier am Anfang mir jetzt angeschaut, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie... Kann ich jetzt einfach nicht in die Straße... Ja, ich kann einfach auf die Straße draufklicken. Dann komme ich hier wieder zurück hin. Weil ich fand das ganz angenehm, so eine Stadttour quasi zu machen, indem man hier halt einfach so rumläuft. Und dann geht's hier bestimmt weiter in den nächsten Bereich. Na, oder auch nicht. Okay, dann gehe ich doch wieder zurück. Da wird anscheinend noch was gebaut. Hier auch. Dann ist das nächste. Mal das Krankenhaus angucken. Klar, warum nicht? So, erstmal meinen Avatar hier wieder rausholen. Hallöchen! Die schläft bei der Arbeit. Das ist ein bisschen uncool. Hier ist, glaube ich, die Neugeborenenstation. Warum leuchtet das hier so krass? Das ist ein bisschen zu hell. Okay, ich glaube, das ist nicht die Neugeborenenstation. Ich glaube, hier kauft man Dinge für Babys. Ah ja, ist auch ziemlich vollgepackt hier. Und der Person hier scheint es nicht besonders gut zu gehen. Naja, ist ja meistens so auch im Krankenhaus. Hallo? Ignoriert mich einfach. Na gut, dann bis später. Gute Besserung. Dann geht's mal weiter hier rüber. Passiert hier irgendwas? Ups, ich habe die Brille abgesetzt. Ah, nee, ist nur eine Ärztin, die hier einfach so auch rumliegt. Also, ich muss sagen, die Leute hier sind ein bisschen faul, die hier arbeiten im Krankenhaus. Entschuldigung, hier sind kranke Kinder. Kümmern Sie sich bitte mal. Dieses Kind hier weint scheinbar auch. Wie kann ich denn zum Lachen bringen? Vielleicht nehme ich auch Weine? Ja, ich glaube nicht. Falsche Emotion. So, jetzt lache ich. Und jetzt lacht alle mit, Kinder. Lachen ist die beste Medizin. Gut, das scheint nicht zu funktionieren. Oh, ein Aquarium. Ist aber auch ganz schön eng hier drin. Oh, ist das ein Seestern? Ich lasse den mal lieber da drin.
Hier ist ein Schatz drin. Kann ich einfach aus dem Aquarium alles rausfischen. Also auch nicht so eine gute Security hier eigentlich im Krankenhaus. Ist das das gesamte Krankenhaus oder kann ich hier noch irgendwo anders hingehen? Was haben wir hier? Irgendeine... Das sieht aus wie eine Klerikerin, so aus Dungeons and Dragons oder sowas. Ein Arztkittel. Na, ich mag aber meine Sachen nicht anhab. Okay, gut. Hier geht's nicht weiter. Dann scheinbar war es das schon im Krankenhaus. Seltsam, mehr gibt es hier nicht. Okay, wieso muss ich den denn jedes Mal wieder neu hier rausholen? Das ist ja wohl... Okay, dann spiele jetzt mal hier und... Yay, ich habe gewonnen! Okay, cool. Eine Banane, vielleicht mal kurz was essen. Oh nein, schäl die doch bitte erstmal. Kann ich die erstmal schälen oder so? Jetzt rieche ich dran, okay, cool. Jetzt riecht sie schlecht. Oh, ich habe sie fallen gelassen. So viele Dinge, die man mit einer Banane tun kann. Ab in den Müll, anscheinend schmeckt die nicht mehr. Ich kann den nicht in den Müll werfen. Gut. Okay, dann machen wir mal weiter. Und zwar, das sieht ein bisschen aus wie ein Kindergarten, glaube ich. Schauen wir uns den doch mal an. Oh, wie süß, da ist ja ein Frosch. Da muss ich direkt wieder hier meinen Avatar rausholen. Guck mal, ich habe nämlich auch so einen Froschhut. Das passt ja hier richtig gut hin. Ist das so ein Planschbecken oder Trampolin? Es ist ein Trampolin. Oh mein Gott, ich möchte das gerne in echt haben. Ein Trampolin-Frosch. Wie mega cool ist das denn bitte? Was gibt's hier denn noch Schönes? Oh, auch voll süß hier, diese Raupe. Aber die ist ein Beet und da sind einfach verschiedene Pflanzen drin. Kann ich die rausnehmen? Will ich eigentlich gar nicht. Also, will ich schon. So, halt die mal fest. Was kann man damit jetzt machen? Dran riechen. Oder, es riecht nicht gut. Doch, ich glaube, das riecht gut. Die kommt mal lieber wieder hier rein. Wir wollen ja nicht die Natur hier kaputt machen. Okay, hier ist wahrscheinlich so eine Erzieherin mit Babys. Also, ist, glaube ich, eher sogar noch eine Kita. Nicht richtig Kindergarten, sondern richtig Kita für ganz Kleine. Oh, kennt ihr dieses Spiel? Wie heißt das? Dr. Croc oder sowas? Wo man dem Krokodil Zähne ziehen muss? Da musste ich gerade dran denken, aber es ist, glaube ich, eher so eine Aufbewahrung irgendwie für Sand oder so. Cool. Hier so ein schöner Tisch mit Pilzen. Also hier fühle ich mich wohl. Das finde ich alles richtig schön, was hier ist. Also, da hätte ich als Kind auf jeden Fall richtig Spaß gehabt in diesem Laden. Nicht Laden, in der Kita. Aber muss ich hier oben wohl was reintun? Damit ich das hier aufbekomme? Ist schon wieder so ein Geheimnis, dass ich jetzt lüften möchte. Ich weiß nur noch nicht, was ich reintun muss. Oh, ein Vogel. Was macht der denn hier drin? Ist da sonst noch irgendwas drin? In dem Marienkäfer? Scheinbar nicht. Ich mag das auch auf dem Boden, diese Platten, wo man dann so drüber laufen kann. Hier kann man diese Babyteile abstellen. Wie heißen die denn noch? Kinderwagen natürlich. Okay, ich muss irgendwas finden, was ich da in diesen Igel reintun kann. Geh nochmal in die Richtung hier weiter. Vielleicht hier bei dem Spielzeug noch was. Eine Katze oder ein Auto in der Schnecke, auch nix. Eine Ente als Feuerwehrmann, sehr süß. Noch irgend so ein Kind. Oh mein Gott, Leute, guck mal, diese Hai-Figur und dieser Hai, dieses Hai-Auto, das ist mega krass. Sorry, ich klaue dir jetzt mal dein Spielzeug, denn ich möchte viel lieber damit spielen. Okay, hier hast du es wieder, ich will jetzt noch mit dem Hai spielen. Einmal hochwerfen oder kuscheln. Oh mein Gott, ich liebe diesen Hai. Der ist richtig, richtig niedlich. Okay, dann, das hier ist ja so wie Tic-Tac-Toe. Passiert was, wenn ich irgendwie gewinne? Scheinbar nicht, nee. Dreh das hier auch nochmal um. Okay, da passiert nichts bei. Hier ist so ein Tiny House mit einem Ei. Kann ich das aufmachen? Ich will das Ei aufmachen. Okay, ist nicht wie an Ostern. Ich weiß es immer noch nicht. Oh, so ein Barbie Dream House hier irgendwie noch. Noch mehr Ablageflächen für Autos. Was für Autos kann ich denn hier mitfahren? Hier wird anscheinend gebaut in diesem riesigen Frosch. Und hier sind noch ein... Hier ist ein Schnuller. Hier, da. Schnuller, bitteschön. Die Tür kann ich auch nicht aufmachen. Nee. Also irgendwie... Oh, der Dino ist auch cool. Ich sehe hier so viele tolle Sachen. Ich bin viel zu lange einfach nur hier. Aber ich finde das einfach alles super cool. Ich kann aber immer noch nicht rausfinden, was ich jetzt in diesen Igel hier reintun muss. Also, die Farben, ja, die sehe ich. Aber wo finde ich denn irgendwelche runden Dinger, die da rein können? Was haben wir hier noch? Ich glaube, Saat. Okay, ich gehe mal rein. Ich war jetzt bisher nur in dem Vorhof. Okay, ich schnapp mir mal hier diesen gelben Ball. Weiß nicht, ob ich den vielleicht gleich mitnehmen kann oder so. Der vielleicht da rein muss. Sicherheitshalber habe ich den mal mit. Oh, ein Husky kuschelt hier. Süß. Die sind wie diese Squishmallows. Okay, hier ist einfach nur noch mehr Spielzeug. Alles super niedlich. Oh, richtig cool, dass der Spiegel hier auch so funktioniert. Nice. Sehr gutes Design, muss ich sagen. Hier sind noch Frosch-Squishmallows. Oh mein Gott, ich liebe sie. Hui. Ist mein Ball noch da? Den muss ich ja auf jeden Fall noch mitnehmen. Vielleicht werde ich das Geheimnis heute noch nicht lösen. Noch mehr Kuscheltiere. Ist echt richtig niedlich. Da ist ein Schnabeltier. Ein Schnabeltier. Oh mein Gott. Das ist so niedlich hier. Ich raste aus. Was kann ich mit... Das ist wie bei Sailor Moon irgendwie so eine Mondsichel oder so. Naja, kann ich irgendwie auch nicht wirklich was mit anfangen. Schade. Okay.
Hier ist, glaube ich, noch so ein Erzieher-Typ. Ist ein Katzenbett. Okay. Ich würde sagen, ich war lange genug jetzt hier in der Kita. Ich sollte vielleicht mal wieder weitergehen. Ich nehme das blaue Ding auch nochmal mit, wenn ich schon hier bin. Mal gucken, ob mir das jetzt tatsächlich irgendwas bringt. Das richtig ist, das hier reinzutun. Nee. Keine Ahnung. Irgendwie muss ich dieses Geheimnis lösen. Ich weiß aber noch nicht, wie. Das werde ich vielleicht nochmal herausfinden. Aber dann gehen wir vielleicht erstmal wieder weiter. Zurück auf die Straße. Auf die Straße! Okay, klappt nicht. Da muss ich tatsächlich ganz rausgehen. Also ist nicht wie vorhin bei den Häusern. Hier muss ich einzeln weitergehen. Dann haben wir hier noch eine Schule. Hallo, ich bin der Felix. Ich mache heute Unterricht. Da ist ein Geheimnis hinter dem Skelett. Irgend so ein Wichtel oder so. Das Skelett macht ganz schön viele Posen. Ah, ich kann den Wichtel da, aber doch kann ich rausnehmen. Wohl Assistenzlehrer heute. Hier ist eine komplizierte Gleichung, die ich jetzt nicht genauer angucken werde, weil ich da absolut keine Lust drauf habe. Hier ist die Schulglocke. Ich glaube, so ein Stock, um hier an der Tafel rumzugucken. Dieses Kind schläft einfach. Mitten im Unterricht. Entschuldigung, Frau Lehrerin, das Kind schläft. Okay, was haben wir noch? Albert Einstein, Ägypten mit... Das sind so Pyramiden, aber da sind Bäume einfach vor. Na, ich weiß ja nicht, ob da Laubbäume so wachsen. Da haben wir einen DNA-Strang. Ein Vogel. Und dahinter ist ein Schlüssel. Oh, Leute. Ich glaube, ich sollte vielleicht noch so ein... Okay, als nächstes Video werde ich machen Geheimnisse in Avatar World. Ich habe jetzt schon ein paar selber entdeckt. Ich glaube, da kann ich hier definitiv noch einiges finden. Ich glaube, hier gibt es tatsächlich auch so ein paar Secrets und so. In der Kita, das werde ich noch rausfinden. Ich weiß auch nicht, wofür dieser Schlüssel ist. Ich gehe einfach mal nach draußen. Ich versuche jetzt gar nicht schon alles zu finden. Dann mache ich lieber nochmal ein extra Video raus. Was meint ihr? Oh, ich finde, dieser Spiegeleffekt ist so cool. Also hier bin ich offensichtlich auf dem Klo. Hier ist der Hausmeister gerade. Aber, hä, Moment mal, ist das hier der Schulflur oder ist das die Toilette? Ich glaube, das ist die Toilette hinterm Schulflur. Warum ist denn die Toilette einfach so offen im Schulflur? Was ist das denn? Finde ich ein bisschen seltsam. Ich gehe mal vielleicht lieber weiter. Hier ist scheinbar Chanel aus dem Klassenzimmer. Hier sind ein paar Schüler unterwegs am Singen und am andere Dinge tun und so. Auf jeden Fall, hier ist eine Cafeteria. Gehen wir da mal hin. Also ich muss sagen, je länger ich hier in Avatar World bin, desto besser gefällt mir halt auch dieses ganze Design und wie das aussieht. Also ich finde mich hier immer besser zurecht. Finde ich eigentlich echt cool. Ich will aber jetzt auch nicht zu lange hier überall... Ich will mir alles noch einmal ein bisschen kurz angucken. Nicht zu lange rumdaddeln. Ich habe nämlich noch eine Menge vor. Dann gehen wir nochmal hier nach draußen. Ich glaube, mit Avatar World kann man auch echt viel machen, oder? Oh, hier ist wieder Kreide. Whee! Kunstwerk, fand ich denn Spaß. Eine Matte. Erstmal ein paar Beinübungen. Ups, ich habe jetzt immer noch den Magnet und den Schlüssel dabei. Ich weiß nicht wofür, aber okay. Was kann ich mit dieser Leiter anfangen? Ha, spannend. Wenn ich hier ein Tor mache. Yay, Tor! Also, ich werfe das hier jetzt rein. Steht jetzt nicht eins für mich? Nee? So, schieß doch mal hier. Ach, das Mädchen schießt jetzt. Steht einfach nur rum. Macht coole Tricks. Okay. Die ist auch ein bisschen Sailor Moon-mäßig, finde ich. Mit diesem Ding auf dem Kopf, was sie da hat. So eine Matte. Cool. Also hier ist so Sportanlage und so gewesen. Hier ist nochmal draußen anscheinend von der Cafeteria. Wo man nochmal ein bisschen essen kann. Hier, ganz wichtig, natürlich Mülltrennung. Okay, gehen wir mal wieder zurück. Ah, witzig. Nachdem ich gegangen bin, haben sich die Figuren auch wieder neu hingestellt. Okay, ich glaube, dann bin ich mit der Schule fertig. Ich habe die Schule beendet. Was ist das hier? Ein Klamottengeschäft, glaube ich. Habe ich jetzt die Items eigentlich mitgenommen? Tatsächlich. Ich lasse die einfach mal hier liegen. Denn vielleicht gibt es ja noch andere Sachen, die ich hier mir angucken möchte und mitnehmen möchte. Wäre jetzt ein bisschen blöd, die ganze Zeit diese Sachen dabei zu haben. Also hier gibt es auf jeden Fall trendige Fashion. Das ist ein sehr süßer Hund hier wieder, so eine Figur. Die Schuhe sind ja cool. Kann ich die nicht anziehen? Doch. Passen aber nicht so ganz zu meinem Outfit, da bleibe ich erstmal so. Oh, der Pullover ist auch echt schön. So, dann noch diese fesche Hose. Die kriege ich nicht an. Dann kommt der Pullover halt wieder zurück. Dann halt nicht. Guckt mal, wie cool ist das denn? Ich liebe solche Felljacken. Die Farben sind auch richtig cool, aber ich bleibe bei meinen Klamotten, die ich gerade anhabe. Die mag ich immer noch am liebsten. Hier ist nochmal der Pullover von eben. Hier wäre auch noch ein cooles Shirt, das gefällt mir auch. Dazu jetzt vielleicht noch die Jacke. Dann diese Hose hier. So, wie sehe ich jetzt aus?
Neue Schuhe noch dazu. Ganz neuer, fresher Style. Naja, ich trage aber meine normalen Sachen bitte wieder. Ich kann mich irgendwann anderes nochmal umziehen. Die Tasse ist aber auch schön hier. Oh, richtig nice hier. Gefällt mir gut. So, das muss da drüber. Danke. Echt schöne Klamotten, muss ich sagen. Oh, das hätte auch noch gut dazu gepasst. Vielleicht komme ich ein anderes Mal nochmal wieder und ziehe mich hier nochmal um und gehe noch ein bisschen einkaufen. Aber heute nicht. Hier sind auf jeden Fall eine Menge Klamotten zu sehen. Cool. Gefällt mir. Was haben wir als nächstes? Ein Friseursalon. Vielleicht gibt es ja noch irgendwie eine neue Frisur oder so für mich hier. Hier ist wieder so ein Typ, der ein bisschen grummelig aussieht. Hallo, lass uns doch Spaß haben. Ey, Moment mal, du hast die gleichen Sachen an wie ich. Dieses freche Mädchen hat einfach meinen Style geklaut. Oh nein, ich habe noch die falschen Schuhe an. Ach Mist, jetzt habe ich einfach andere Schuhe, die gar nicht zu meinen Klamotten passen. Na toll. Die ist auch sehr beschäftigt hier. Hallo, ich hätte gerne eine neue Frisur. Warte mal, ach so. Oh, das sieht aber eigentlich cool aus, was die da hat. Ich hätte gern das hier, aber in blau. Wird das jetzt rot? Tatsächlich. Ich will das aber in blau haben, bitte. Oder hier. Geht das so? Ja, nice. Vielleicht muss ich doch einfach meine Klamotten nochmal ändern. Also die Frisur ist auf jeden Fall cool. Was gibt es denn sonst noch hier? Okay, die hatte ich alle schon. Ich mag diesen Farbverlauf. Ich habe ja auch so eine Wasserflasche in der Farbe. Das sieht auch schön aus. Ich mag diesen Haarschnitt. Bei... Ja, doch, eigentlich. Das ist auch cool. Ja, ich bleibe mal bei diesem Haarschnitt hier, aber auch bitte in dem Farbverlauf wie eben. Das passt halt dieser Froschhut eigentlich gar nicht mehr so gut dazu. Also ich kriege gerade so ein bisschen einen neuen Look. Ich muss eigentlich wieder meine Klamotten ändern. Was haben wir hier noch? Eine Yoga-Klasse. Gibt es sonst noch weitere zu entdecken? Nee, ich glaube, das ist hier alles. Mal auf den Gong hauen hier. Dann eine Ballettschule scheinbar. Ja, da möchte ich doch vielleicht auch einmal mittanzen, bitte. So, du gehst hier mal weg. Tschüss, ich bin jetzt dran. Und Plié oder so. Schwanensee. Und ein Sprung. Hui. Oh, sehr elegant. Schön. Ich bin ein Naturtalent. Der spielt hier schön Klavier. Kann ich mich da draufstellen? Nee. Kann auch gar nicht so richtig jetzt damit interagieren. Hätte ich mal den Schlüssel mitgenommen, dann könnte ich hier vielleicht aufmachen. Naja, dann eben nicht. Okay, damit bin ich fertig. Als nächstes können wir noch hier hin, was auch immer das ist. Ist auf jeden Fall wieder sehr bunt. Okay, ich würde sagen, das ist auch wieder irgend so ein Shop oder so. Ist das ein Haustiershop? Ich glaube, das ist tatsächlich so für Haustiere. Ja, der Katze konnte ich hier etwas aufsetzen. Auf jeden Fall alles extrem bunt hier. Ich glaube, das ist tatsächlich dann für mich, wenn ich denn wollte. Aber ich möchte meinen Frosch eigentlich behalten. So, mein Hahn wird natürlich jetzt besser passen, wenn ich meinen Frosch auch irgendwie eine andere Farbe geben könnte, aber was soll's. Okay, ich habe jetzt kein Haustier dabei. Schauen wir mal weiter, was es hier sonst noch so gibt. Eine Bäckerei, aha. Was gibt's hier denn so? Regenbogenkuchen, lecker. Hier eher ein bisschen klassisch, Brot und Brötchen. Die hat auch hier schon wieder die gleichen Klamotten an wie ich. Hier ist definitiv auch noch ein Geheimnis, da kommt man nur mit einer Karte rein, die man wahrscheinlich irgendwie finden muss. Spannend. Hier ist nochmal die Toilette. Ich sehe schon, andere Räume sind hier teilweise nicht getrennt. Man muss sich vorstellen, hier ist eine Wand vor. Ich glaube nicht, dass man hier immer so aufs Klo geht. Apropos aufs Klo gehen, habe ich das ja eigentlich schon mal probiert? Geht das? Na, scheinbar nicht. Weiß ich nicht, wozu überhaupt eine Toilette da ist. Ist auch ganz schön viel Obst und Gemüse da. Hier hinten werden die Sachen hergestellt. Was macht die denn hier? Was ist das? Roll das doch mal aus. Nicht den Hocker. Also wirklich. Kann ich hier irgendwie helfen? Hallo? Ich glaube nicht, dass ich dieser Bäckerin helfen kann. Oh, eine Pinguinuhr. Voll schön. Noch was Interessantes in dieser Richtung. Kann man sich auch nochmal ein bisschen entspannen und unterhalten. Leckeres Gebäck snacken. Hier geht nochmal nach draußen. Hier sind auch noch ein paar schöne Tische. Oh. Kann ich ihr das klauen? Ich möchte diese Tasche mit Froschdesign bitte haben. Scheinbar nicht. Gehen wir weiter. So, was haben wir als nächstes? Ein Skatepark. Let's go. Ja, auch ein ganz cooler Hut eigentlich, aber das passt auf jeden Fall nicht zu meinen Haaren. Die gucken nämlich oben noch raus. Was ist denn hier in der Glasvitrine drin? Kann ich nicht erkennen, okay. Die Hose ist eigentlich ganz cool. Aber nee, die passt immer noch besser. Vielleicht finde ich hier nochmal andere Schuhe, die ein bisschen besser passen. Ja, die sehen besser aus. Also grundsätzlich finde ich die hier echt cool.
ist das eigentlich? Achso, die Hose muss ich hier dran. Aber zu diesem Outfit passen die Schuhe tatsächlich besser. Das ist auch eine schöne Mütze, aber auch da gucken meine Haare wieder raus. Also hier ist gar kein... Es ist ein Skate-Shop. Ich dachte, es wäre so ein Skater-Ort, wo Rampen und so sind. Aber es ist tatsächlich ein Shop, wo man einkaufen geht. Aber cool. Die hat ein cooles Design. Sehr nice. Wer dich designt hat, hat echt Ahnung. Noch so eine fesche Sonnenbrille. Ja, passt eigentlich auch ganz gut zu mir. Nicht schlecht. Und da sind wir schon wieder durch. Dann haben wir hier noch irgendeinen Schuppen. Ah, eine Disco oder ein Club oder so. Erstmal getanzt. Breakdance. Mhm, mhm. Oh ja. Mach den Running Man. Und aber... Sag, genug getanzt. Gibt es hier sonst noch was zu entdecken? Hier ist noch ein bisschen Freestyle-Tanzen, glaube ich. Was ist hier drüben mit den Farben? Was machen wir mit denen? Ach so, Graffiti wahrscheinlich oder so, ne? Hm. Klappt nicht wirklich. Ich liebe diese Jacke. Ich liebe beide Jacken. Oh, die Jacke ist aber echt gut. Die passt auch wieder ein bisschen besser jetzt zu meinen Haaren. Da muss ich gar nicht dieses krasse anziehen. Das passt jetzt echt noch ein bisschen besser dazu, oder? Was meint ihr? Ich lasse das mal hier liegen, da finde ich das schon irgendwann wieder. Ich gehe erstmal wieder weiter mit einer neuen Jacke. Was haben wir hier? Häschen. Ich glaube, das ist jetzt so ein Laden für Babys. Auf jeden Fall alles sehr, sehr pastellig hier. Das Küken ist voll niedlich. Aber ich glaube, hier finde ich keine neue Hose für mich. Oder? Nee, kann ich nicht anziehen. Ist zu klein. Brille wahrscheinlich auch nicht. Nee. Ist alles nicht für meine Größe hier. Was haben wir? Oh, hier ist echt immer noch eine Menge zu entdecken. Ich weiß nicht, ob ich das alles heute noch schaffe. Sind ja alles nochmal einzelne Geschäfte hier. Ich muss jetzt echt ein bisschen schnell machen. Also hier ist noch ein weiterer Laden. Ich glaube, das ist aber auch für kleinere Kinder eher. Ja. Oh, ist das so eine Art Bällebad, aber mit Styropor? Nicht Styropor, mit so Stoffwürfeln. Cool. Aber auch alles, das ist halt so für kleine Skater. Also nicht für mich geeignet. Hier gibt es noch so ein paar Kappen wahrscheinlich. Yep, hier gibt es definitiv Caps und Kopfbekleidung. Hier gibt es neue Schuhe. Ich bräuchte jetzt aber tatsächlich eher Shorts. Die Schuhe, die ich habe, finde ich jetzt gut. Oh, guck mal, wie cool das hier auch aussieht. Diese plüschrosane Jacke, voll süß. Ja, also hier gibt es Schuhe. Alles klar, was ist hier für ein riesiges Gebäudekomplex? Riesiger. Oh, ein Hund und eine Katze als Roboter. Das ist also der Technikladen hier. Hier ist wieder sowas für Kinder. Den Frosch habe ich auch. Ich glaube, mit der Rutsche kommt man weiter runter. Oh, sowas finde ich auch cool. Da kann man drauf treten, da kommt da Musik raus. Jetzt ist hier so ein Spielzeugladen. Hier gibt es noch dieses ganze Spielzeug. Hier ist schon wieder dieser Frosch-Squishmallow. So, hier gibt es auf jeden Fall auch eine Menge zu entdecken. Sowas ist echt absolut ein Highlight für mich. Wäre das hier die echte Welt, dann würde ich da einfach Stunden drin verbringen. Hier sehe ich auch schon, ich muss auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Oh, die richtige Kombination. Rot, Orange. Warte, das ist doch genau das, was da steht. Okay, auch das Geheimnis werde ich noch irgendwann mal lüften. Weiß nicht, bin ich jetzt gerade, in welchem Stock bin ich denn jetzt? Hier kann man wieder vor die Kamera gehen. Ist echt witzig, wie das hier funktioniert. Okay. Ich weiß nicht, in welchem Stock ich jetzt bin, aber ich rutsche jetzt einfach mal einmal runter, bitte. Geht das so nicht? Rein da. Naja, dann halt nicht. Dann nehmen wir halt den Fahrstuhl in Stock Nummer 3. Ich glaube, dann war ich jetzt in 2. Also hier ist definitiv noch weiter eine Spaßecke. Hier mit so einem Greifarm. Kann ich aber irgendwie gar nicht benutzen. Schon wieder nicht. Hallo, ich möchte gerne... Achso, ich muss ja wahrscheinlich auch erstmal Geld eingeben, ne? Ja, das habe ich ja jetzt gar nicht dabei. Kann man hier auch noch was einlösen? Airhockey. Oh, ich liebe Airhockey. Richtig cool. Ja, scheinbar muss man hier wirklich Geld ausgeben. Ja, ich will meinen Frosch wieder haben. Ja, so einfach funktioniert das ja alles nicht. Das ist natürlich blöd. Da brauche ich erstmal Münzen. Ich weiß aber noch nicht, wo ich die herbekomme. Wahrscheinlich hier, indem ich Geld bezahle. Ne, da habe ich ja keine Lust zu. Hier kann man wieder runterrutschen in den anderen Level. Hier ist noch so eine Art McDonald's. Kann sich einen eigenen Burger zusammenstellen.
cool. Und dann gehen wir nochmal runter in den ersten Stock. So, weiterhin ein Bällebad, in dem man hier rauskommen könnte, wenn das denn funktionieren würde. Was haben wir hier? Scheren? Was machen wir mit den Scheren? Das ist ja auch so ein Friseurladen, oder? Ich glaube schon. Aber eine andere Frisur will ich jetzt gerade eigentlich nicht, danke. Nope, ist alles nicht so für mich. Ich habe schon eine neue Frisur. Dankeschön, dankeschön. Hier ist noch ein Kosmetikladen. Ein Wassermelonen-Shirt. Oh, das war der Spiegel. Erdbeere und Wassermelone. Gibt es noch irgendwie Shorts oder sowas? Das wäre noch ganz nice eigentlich. Das ist auch ein cooles Hemd. Okay, schauen wir mal weiter. Eine Hotdog-Bude. Ja, das ist nur so ein kleiner Ort. Das ist auch richtig witzig, es ist eigentlich Hotdog. Aber das hier ist eine Brezel, aber die ist halt mit einem Hund gemacht, wie bei einem Hotdog eigentlich. Also sehr witziges Design, definitiv. Da hat sich jemand Gedanken gemacht. Dann gehen wir jetzt nochmal in den Eiscremeladen hier oben. Oh, Schokominzeis. Meine Lieblingseissorte. Abgesehen von... Oh, kann ich das vielleicht in einer Waffel haben? In einer Waffel. Dankeschön. Lecker. Ich mag Vanille, Schoko und Schokominzeis. Du hattest auch schon ein, zwei Eis zu viel. Deine Augen sind ein bisschen aufgedreht. Auch super schön designt hier. Wie viele Leute hier eigentlich auch immer schlafen. Oh, ich kann das Schild auch mal nehmen. Naja, gehen wir mal wieder weg. Dann als nächstes mal hier noch in den Laden. Vielleicht finde ich hier ja noch ein paar Shorts für mich. Ach, vorbei. Das sieht hier alles nicht so ganz nach meinem Stil aus. Sind das Shorts? Das könnte funktionieren. Schauen wir mal kurz. Oh, ich finde auch diese Cappy richtig schön. Blau und Gelb geht halt immer. Aber es ist halt alles problematisch. Wegen meiner Frisur. Das passt da halt nicht so richtig rein. Das ist auch ein schönes Shirt. Geh mal weg hier. So. Nee, die Hose will ich nicht. Also ich will die mal probieren. Nee, die gefällt mir aber nicht. Also so ein Braun wäre eigentlich ganz cool dazu. Wenn so einfach eine braune Shorts gäbe. Ich meine, es sieht so auch gut aus, ne? Aber das wäre schon ideal. Ist auch alles sehr pastellig und bunt hier. Ich glaube, da finde ich... Oh, wow. Ich liebe diese Kuscheljacken. Aber ich glaube, hier finde ich auch nichts, was zu meinem aktuellen Oberteil passt. Diese Brille ist halt auch mega cool. Die wäre aber eben noch besser, wenn sie rot wäre. Weil dann würde ich einfach aussehen wie Kamina von Gurrenlagan. Aber gut, gibt's halt nicht. Das ist, glaube ich, so ein Supermarkt jetzt hier. Ja, yep, definitiv ein Supermarkt. Hier könnte ich gucken, wenn ich hier mal was reintue. Diesen Müll. Gut, ich glaube, das ist einfach zum Recyceln. Aber vielleicht kommt da auch irgendwie ein Geheimnis oder so bei raus. Ich habe nur diesen Becher leider nicht. Da kam eine kleine Biene raus. Cool. Hier ist Gemüse. Kann man sich auch wahrscheinlich irgendwelche Sachen bestellen oder so? Oder wie funktioniert das? Oh. Man macht hier einen Kuchen rein und der macht einen neuen Kuchen draus. In einer Froschform. Ah, das ist nice. Cool. Okay, hier gibt's Fisch und Fleisch, Honig. Ah, hier ist wieder ein Geheimnis zu lüften. Das sehen wir ein anderes Mal. Okay, danke, Herr Supermarkt. Pizza! Ich liebe Pizza! Hallöchen! Ich hätte gerne eine Pizza. Oh, hier ist auch der Becher, den ich in die Recyclingmaschine stecken kann. Ich hätte gerne mal eine Blaubeerschorle. Vielen Dank. Das war lecker. Das muss natürlich jetzt in den Trash. So, wie geht's hier weiter? Was ist das? Ein Möbelgeschäft? Ah, das wird aber gerade umgebaut. Da kann ich nicht hin. Hier ist ein Bahnhof. Da kann ich auf jeden Fall mal reinschauen. Wieder. Ach, warte. Am Bahnhof war ich ja letztes Mal auch schon. Das ist ja nicht komplett neu. Okay. Gibt's hier sonst noch irgendwas Besonderes zu entdecken? Muss ich hier wieder Geld reinwerfen? Eine Schlüsselkarte. Wieder ein Geheimnis für ein anderes Mal zu entdecken. Fährt der Zug jetzt ab? Okay. Ich gehe mal in den Stock drüber. Kann ich das? Muss ich da wieder mein Avatar erst rein drauf machen? Nee. Kann ich hier nicht hoch? Okay. Ich dachte, das hätte hier zwei Stöcke. Scheinbar doch nicht. Okay. Und hier haben wir noch ein bisschen. Wir sind so langsam am Ende der Karte angekommen. Oh, der Zug ist gerade auch vorbeigefahren. Gehen wir mal auf den Campingplatz. Hier scheint es nicht viel zu geben, also sehr viel Natur. Das ist natürlich schön, dass hier nicht so viel ist. Hier noch irgendwas Besonderes zu finden. Eine Cap, ein Brot. Oh, ein Einhorn und ein Koala vielleicht oder ein anderer Hund oder sowas als Kuscheltier. So eine kleine Schnecki. Kann man das ja aufmachen? Da ist ein Küken rausgeschlüpft und hier ist ein geheimer Zettel. Oh, ein Schatz oder so ist hier versteckt. Cool. Ist wahrscheinlich auch noch irgendwas drin.
Auf jeden Fall noch viele Geheimnisse, die man hier lüften kann. So ein Diamant und ein Bär. Ein Grumpy Angler. Sorry. Setz dich hier ruhig wieder hin. Nein, ich habe seine Angelstunde zerstört. Entschuldigung. In die Richtung vielleicht nochmal was. Recycling, Mülleimer, ein Eichhörnchen. Ein Frosch, Basketballkorb. Okay, hier gibt es nicht so viel zu entdecken. Aber ist auch mal ganz gemütlich. Einfach Natur. Dann natürlich noch so ein Shop. Muss natürlich. Hier kann man sich Kajaks mieten. Oh, ein kleines Mäuschen. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Sieht aus wie Popcorn, aber es ist eigentlich Weizen oder so, oder? Keine Ahnung. Hier kann man sich noch Limonade holen. Hier sind Vögel einfach auf dem Boden. Ihr könnt ja mal schlafen. So, kümmert euch doch mal hier um euer Küken. So. Schön. Das sind, glaube ich, Blaubeeren. Das ist kein Ei, das ist ein Tanzapfen. Geld. Eine Münze. Vielleicht kann ich die einsetzen bei der Arcade. Wie cool ist das hier denn auch? Dieser Bär hier. Ist das wieder so ein Trampolin oder ist das... Ja, ist wieder ein Trampolin. Richtig cool. Also, so tolle Designs. Oh, krass. Hier geht es jetzt auch noch einfach nach unten. Wieder ein Geheimnis. Ich muss einen Schlüssel finden, um die Schatztruhe aufzumachen. Ein Axolotl. Und eine Robbe ist hier noch. Und ein Aal oder eine Muräne oder so. Also, hier gibt es auf jeden Fall auch noch ein paar Geheimnisse. Hier ist, glaube ich, so eine Freilichtbühne. Voll cool. So ein Theater, aber eben draußen. Ein paar Kostüme. Nice. Und der Beste gewinnt noch einen Preis. Der Oscar geht an diesen kleinen Jungen hier. Bitteschön. Hier ist dein Preis. Hier ist die Bühne. Das Schwert im Stein. Einhornpup. Wer braucht es nicht? Hallo, ich hätte gerne Popcorn. Danke. Oh nein, der hat einen Platten. Haben wir den wohl irgendwie wieder aufbekommt? Aufgepumpt? Wer weiß. Dann haben wir hier noch so ein Baumhaus. Kleine Schnecke. Hier, ist eine Erdbeere. Was? Niemand will diese Erdbeere essen. Doch, du schon. Ein Glück. Ein Stinktierchen. Hallo, Stinktier. Ein Igel. Eine Blumenkette. Hier schon wieder so ein Ei oder so. Das geht aber nicht auf. Okay. Oh, voll cool. Warte, da will ich jetzt auf jeden Fall einmal rüber. So. Setz dich hier mal rein und schwing dich rüber. Cool. Nein, jetzt geht's wieder zurück. Kann die Schlange hier in das Loch rein? Nee. Okay. Und wieder hier rüber. So. Und rutschen. Hui. Ab in den Matsch. Zum Glück eine Matschhose an. Wer wohnt denn hier? Ein Waschbär. Und die Mütze kann ich nicht aufsetzen. Und der Waschbär auch nicht. Eine Mona Lisa Wasch... Ein... Was? Die Mona Lisa als Waschbär? Hier muss ich auch wieder irgendwas öffnen können. Ich finde das cool. Ich habe auf jeden Fall einen Grund, nochmal wieder zurückzukommen, weil ich diese ganzen Geheimnisse noch lösen möchte. Diese ganzen Geheimtüren und sowas. Ich muss wahrscheinlich jetzt diese Sachen hier finden, dann kriege ich ein Geschenk. Ja. Jetzt muss ich mir alles nochmal aufschreiben, was ich ja alles noch an Geheimnissen lösen möchte. Richtig cool. Ach so. Ja, das... Was? Ach nee, oh, die sind... Die Früchte sind jetzt hier an diesen Orten versteckt. Wollte schon sagen, hier war ich doch noch gar nicht. Ah, ein Camp. Voll cool. Also ich habe theoretisch 5 Minuten Zeit. Wie gesagt, das mache ich nochmal ein anderes Mal. Ah, sehr cool. Das wird auf jeden Fall ein Spaß sein, die ganzen Geheimnisse noch lösen zu können. Ein Baby, eine Babyeule. Süß. Hier sind die Duschen. Die chillt einfach hier. Und da habe ich einen Apfel gefunden. Müsste ich natürlich jetzt eigentlich mitnehmen, aber natürlich nicht. Hier ist noch ein Dixie-Klo. Wieso gibt es da richtige Duschen hier? Aber nur so ein Dixie-Klo. Naja, hier ist die Cafeteria. Okay, also. Das war jetzt die komplette Map. So viel, wie ich auf jeden Fall habe. Ich weiß nicht, was steht hier bei neu? Ja, also es gibt halt noch eine Menge, was man sich natürlich auch noch kaufen kann. Ich habe jetzt nur die Gratis-Version, aber in Anführungszeichen nur, weil ich finde, das hat extrem viel zu bieten. Ich habe auf jeden Fall einen Grund, nochmal wiederzukommen, aber ich wollte mir einfach so im Schnelldurchlauf einmal die ganze Map angucken. Das habe ich jetzt gemacht und ich will auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Ich mache definitiv noch ein Video, wo ich diese ganzen Rätsel lösen möchte. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen und Spaß gemacht. Wenn das so ist, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!